Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring mit Tobi. Jojo. Hi. So. Und wir hatten ja letztes Mal diesen Dolch bekommen, hier von Mr. Ich umarme dich. Und ich habe mich ja noch gefragt, was mit ihm hier ist. Vielleicht. Oh, guck mal. Passt ja. Ja. Weil, ich meine, wir sind ja hier schon mal durch Rumlaufen zwischen zwei NPCs einer Quest auf die Schliche gekommen. Die Animation ist ein Ticken zu lang, Kinders. Haha. Das war's jetzt. Und vielleicht einmal hinsetzen. Und so zumindest weg. Na toll, sie auch. Grumble, grumble, ey. Oh, die war vorher nicht offen. Morgen. Na dann. Na, neues Rüstungsset. Immerhin. Was kann das denn? Zwillingsdingens hier. Bisschen schwerer, aber ein bisschen besser, was die Schadensresistenzen angeht. Ein bisschen schlechter, was die Resistenzen angeht. Ich ehrlicherweise gar nicht mal so unschick. Meine, ich habe da noch nicht die hier, sag schnell, die Ausdauer für das wirklich tragen zu können, aber das ist, glaube ich, kein schlechtes Set. Nehmen wir es erstmal so ein bisschen mit. Wir testen uns da dran. Das ist gar kein Problem. So. Jetzt habe ich immer noch den Debuff. Das ist doch belastend alles. Ich dachte, wenn man die Quest hier löst, dann hat sich das. Vielleicht muss ich das erst hier an die Tafelrunde auch wirklich weitertragen, dass hier keiner Godwin stört. Könnte dich das interessieren? Naja, gehen wir mal die Klangperle ab, wo wir schon mal da sind. Das ist wieder Feuerwerk heute, das ist ja wunderschön. Kann prinzipiell hier nochmal mit ihr sprechen. Wenn sie das interessiert.
Naja, vielleicht decken wir das irgendwann nebenbei auch nochmal. So, na, kurz mal wieder überlegen, was wir jetzt als nächstes machen. Jetzt haben wir unsere Schadensupgrades. Könnte man natürlich nochmal hier den Dingens probieren. Hier den komischen Schützerboss von der Hauptstadt. Allerdings fühle ich mich dafür immer noch ein wenig schwacher verbraucht, was die Lebenspunkte angeht. Deswegen würde ich das erstmal auf später verschieben. Aber hier mal so einen Marker hinsetzen. Einfach nochmal ein bisschen gucken, was wir so noch an verschiedenen Orten haben, die wir nur abklappen können. Und einer davon ist definitiv Caelid, ne? Weil hier unten zum Beispiel, das sieht mir doch auch noch im Dungeon aus. Und ich glaube, Caelid, also wenn ich das Spiel richtig lese, dann ist es ja irgendwie so, dass man sich hier in der Map von unten nach oben vorarbeitet, je länger man das spielt. Das heißt, Caelid wäre jetzt auch so irgendwie das naheliegende nächste Gebiet, weil Lyonia haben wir ja jetzt durch. Man könnte natürlich auch hier nochmal diesen Drachen probieren. Genauso könnte man hier mal den Drachen probieren. Aber ne, da geht schon was. Glaube ich. Weiß ich nicht. Gucken wir einfach mal. Ich würde mal hier anfangen. Hier sieht man einen netten Einschießpunkt aus, weil das scheint nach so eine Höhle zu sein. Vielleicht finden wir da noch ein paar Schmiedesteine 5. Dann haben wir ja unseren Langbogen gleich mal irgendwann auf 15. Und ich glaube, das könnte doch ganz gut funktionieren. Ich weiß auch absolut, also ich weiß, welcher Boss da in Caelid nach hinten raus wartet. Aber ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt und was man da machen muss. Und überhaupt. So. Orientierung, Kinners. Habe ich viel von. Das meisterhaft geritten, würde ich sagen. Ich muss deiner Meinung nach zu kommen. Jo, macht halt. Ist ein bisschen dunkel. Ach, guck mal. Ein Dunkelschmiedestein 2. Man sich jetzt von hier aus raus teleportieren, dann sind wir jetzt ja erstmal stuck oder kommen wir jetzt nicht mehr hoch. Naja, auch mal fair enough, ne? Ich hoffe ja einfach mal, dass dieser Dungeon jetzt für andere Waffenlevel gemacht ist als für plus 15 Langbögen und plus 6 Bossweapon oder große Waffe. Ja, und dem Schaden nach habe ich zumindest recht. Sind aber keine von Godric's Soldiers, oder? Nur eine andere Rüstung an.
Was ist denn der Getrollt? Also der Loot sieht ähnlich aus. Stand 4. Was denn? Na gut, die wird nicht unbedingt hier durch den Tunnel passen, glaube ich. Sehr gut. Benutzt man jetzt eigentlich diesen mächtigen Schuss, der da steht? Ah. Und der kostet ein FP. Na dann. Der kostet aber auch nicht viel FP. Nicht gut. Ja, herzlich willkommen zu Qualitätscontent Part 45. Das stimmt übrigens wirklich. Das müsste Folge 45 sein gerade. Das ist doch schön. Manchmal ergibt das halt Sinn, was man sagt. Manchmal nicht. Wir ändern das mal zu meistens nicht. Schade, das sind Schmiedestein 4, nicht 5. Ist ein bisschen. Ein bisschen schade. Kreuznaginata. Und nur ein Dunkelschmiedestein 4. Was ist denn ein Kreuznaginata? Ein Speer. Ah. Okay, so gar nicht mein Moveset. Naja, auch nicht schlimm. Nee, ich muss sagen, also dieses Schwert macht mir immer noch Spaß. Ja. Das ist zwar behäbig, aber wenn es trifft, macht es auch entsprechenden Schaden. Ja, dann passt doch dann irgendwie. Absolut. Ja, das ist halt der Trade-off, ne? Es gibt ganz wenig Waffen der Bauart. Schnell und macht richtig brachial Schaden, weil es halt auch einfach ein bisschen unbalanciert, um es mal freundlich zu sagen.
Was halt in diesen Spielen tatsächlich auch immer ein bisschen unschön ist, weil es gibt ja da auch durchaus eine PvP-Komponente. Und wenn du dann solche Waffen im PvP gegen dich hast, ist es halt wirklich nicht witzig. Ein goldener Federtierfuß. Der gibt auch mehr Runen dann zeitweise, das ist doch nett. Ja, bitte aufhören, so rumzututen. Kommt doch offensichtlich eh keiner. Großer Schimmersteinüberrest. Na dann. Das sieht mir nach Boss aus. Noch ein zweites Leuchtfeuer, also hier Ort der Gnade. Okay. Das habe ich so jetzt auch noch nicht erlebt. Ist das ein besonderer Boss? Gute Frage. Finden wir es heraus? Wer bist du? Magma-Lindwurm. Klingt irgendwie generisch. Oh, Elden Ring hat auch seinen Klaffdrachen. Ich sehe gerade absolut nicht, wo ich bin. Ich glaube, hier in der Ecke stehen ist halt wirklich nicht so wahnsinnig zielführend. Alter, die Kamera! Die Kamera macht ja gar nicht mit bei dem Kampf. Das ist ja richtig gut wieder. Hui. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das erklärt auch, warum da ein Leuchtfeuer ist. Der ist ein bisschen... Magma Lind. Wo? Okay. Ich glaube, hier ist tatsächlich die bessere Idee, finde ich, mit Pfeil und Bogen. Ich würde sogar mal versuchen, einfach mit den 20 Blutpfeilen reinzugehen, die wir noch haben. Einfach um es mal ausgetestet zu haben, weil... Keine Ahnung.
Wie reagiert man denn da drauf? Du siehst nichts. Das ist gar nichts. Vergiss die Pfeile. Aber egal. Das ist eine Granate. Ist einfach nichts. Habe ich denn noch für Dingens hier? Riesenrattenasche. Da eigentlich überhaupt genug FP-Kosten für? Ihr habt keine, okay. Wie viel FP habe ich? Eine sehr wichtige Frage. 82. Wir uns mal mit ein paar verschiedenen Summons, ey. Der ist, achso, zweiter Strich. Habe ich den Tod gezählt? Ich glaube schon. Ah. Sonst stimmt es jetzt nicht mehr ganz. Ist auch nicht schlimm. Keine Ahnung, wann diese Attacke zu Ende ist. Es ist ein bisschen rumstochern im Nebel. Kamera ist halt einfach wirklich nicht gut. Wenn du anvisierst, ist es halt clunky. Wenn du nicht anvisierst, habe ich keine Ahnung, wo die Hitbox ist. Das ist ein bisschen komisch. Richtig vergessen. Okay, also lassen wir mal die Kacke mit dem Summon, stellen die Qualle hin und... Hui. Der ist knackig. Das hätte ich jetzt gar nicht mal gedacht. Okay. Warum buffert der meine Eingaben? Das finde ich schon bei FIFA nicht gut. Es ist auch immer nervig. Ich wollte gerade sagen, aus Gründen. Nur halt hier ist eine gebufferte Healing halt gerne mal der Frame, der dich tötet, ne? Ja. Ah, okay, der war nicht schlecht, der Try. Ein bisschen doof. Also von mir am Ende, weil ich bin nicht aus der Lava rausgegangen, weil ich das irgendwie nicht mitbekommen habe. Okay, also definitiv Melee. Die Qualle ist nicht falsch, die lenkt ganz gut ab ein bisschen. Aber Melee ist ja, glaube ich, the way to go.
Ja, sehr gut. Gutes Timing auch für die Flask. Ich meine, gut, die Flasche aktiv zu haben ist. LOL, das ist ein One-Shot. Das finde ich frech. Ist generell ein Vorteil, weil halt. Heal over time, aber. Ist doch ein One-Shot, ist finde ich frech. Muss ich ja mal sagen hier, ne? So, wie machen wir das denn jetzt? Jetzt scheiß mal auf diese Qualle oder sonst irgendwas. Geh rein, nimm die Flasche und guck, was er tut. Bin ich eigentlich irgendwie der Einzige, der diese Arena ein bisschen eng findet für so ein Viech? Irgendwie ist okay, da nicht so viel Platz, ne? Der kommt schneller als man denkt, okay. Mein Fehler. Tag Pattern vergessen. Oder nicht beachtet. So rum ist vielleicht der richtige Wortlaut. Nee, ist schön, dass der einen in die Lava stunlocken kann. Das braucht so ein Kampf. Also, das ist so eine Mischung aus. Klaffdrache mit Quälak in einer schlechten Arena. Also die Arena ist das Problem. Nicht der Boss. Aber dass ich halt, wenn der zweimal diese Lava-Throw-Attacke hintereinander macht, dass ich dann halt nicht mehr einen Zentimeter Raum habe, um aus Lava zu manövrieren. Das ist ein bisschen nervig. Ansonsten ist das ein vollkommen fairer Fight. Also so ist es nicht. Nur die Arena sackt halt richtig gut rein. Na, das meine ich, ne? Jetzt ist hier halt überall Lava. Meine, die geht halt relativ schnell weg, aber... Wenn ich jetzt halt wieder die Gap schließen will, muss ich aufpassen, dass ich nicht hier plötzlich in der Lava stehe. Zack. Ich glaube, der siebte war es, wenn ich mich nicht ganz verirre. Drachenherz und Mondschleier. Was ist denn Mondschleier? 7500 Runen nur. Eieiei. Das finde ich jetzt aber frech. Mondschleier. Löst. Das ist ein Blutungsschwert mit magischem Schaden. Alter Kinders, ich gehe respecken. Das ist ja. Und dann noch hier Katana, also meine Lieblingswaffengattung. Also ohne Spaß, wir gehen respecken nächste Folge. Ohne weiteres.
Richtig fancy. Können wir uns jetzt mal eben Level up finanzieren durch Runen? Was war denn da noch so? Goldene Rune 8, oder? Die dürfte eigentlich schon relativ viel geben. Ah, doch, das sollte klappen, ne? Wir müssen irgendwie so um die 19.000 müssten wir kriegen. Dann sollte das hinhauen. $19.425, um genau zu sein. Zack. Ja, dann gönnen wir uns jetzt noch das Level ab und nächstes Mal gehen wir umskillen. So ist das. Das ist ein insane gutes Schwert. Ich hoffe, das ist es wert, aber ich glaube, das könnte gut sein. In dem Sinne bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, macht's gut und tschüss. Peace.